Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von FIFA 15 Ultimate Team. Ja, letzte Episode sind wir quasi ins Finale eingezogen, sind immer noch im Halbfinale, weil unser Gegner, der nicht nur die ganze Zeit gelabert hat, sondern irgendwann auch gequittet ist, einfach weg war plötzlich. Ich werde jetzt, bevor ich mal ins Spiel gehe, hier ein paar Chemiestile anwenden, beziehungsweise ihn mal auf volle Chemie bringen, was ich irgendwie vergessen habe. So, Chemiestile. Er braucht auf jeden Fall Beweglichkeit, das heißt Dribbling. Weil dazu gehört das ja. Tempo und Dribbling wäre ganz schön eigentlich. Tempo, Dribbling, passen. Shooting hat er 84. Braucht er eigentlich nicht, aber... Naja, andere Chemistry Styles mit Tempo und Dribbling gibt es auch quasi nicht. Das heißt, Engine wird es bei ihm wohl werden. So, bei Danny hätte ich ganz gerne ein bisschen mehr Physics. Da ist Hawk, glaube ich, ganz angebracht. Ihr seht übrigens, ich habe tausende Chemiestile, das ist nicht mehr normal eigentlich. So, De Bruyne hat schon Hawk. Bei Bentner werde ich auch mal, der braucht mehr Dribbling. Da werde ich, glaube ich, mehr Air Engine, obwohl passend braucht er nicht. Braucht Tempo und Dribbling. Ja. Wobei. Dribbling, Schuss, Physics. Marksman wird auch schon gehen. Das passt schon. So, ne, das Mangala. Witzel. Ah, Witzel ist eigentlich ein Allrounder, der ist eigentlich schon so gut wie er ist, aber ich meine mit. Physics. Wäre vielleicht auch bei ihm nicht schlecht. Obwohl 80 ist schon in Ordnung. Vielleicht Engine, ein bisschen mehr passen. Bisschen mehr Tempo, bisschen mehr Beweglichkeit. Wird schon passen. Modric, das ist echt eine schwierige Geschichte. Ich glaube, dem würde ich fast schon Hawk geben. Ja, gehen wir im Hawk. Crescito kriegt einen defensiven Camp, obwohl. Kriegt Engine. Weil damit er flanken kann. So, er kriegt natürlich. Er kriegt jetzt Shadow oder Sentinel? Er kriegt Sentinel. Und genauso kriegt Varane auch Sentinel. So, dann würde ich mal sagen, okay, Buffon können wir eventuell noch was geben. Glove natürlich. Anders geht das gar nicht. So. Und dann gehen wir ins nächste Spiel. Bin ja mal gespannt, ob es heute nochmal ein Tucken besser wird als letztes Mal. Ich meine, da war es zwar nur ein halbes Spiel quasi im Endeffekt und es waren immerhin zwei Tore und es war gegen BPL-Team, was dementsprechend overpowered war, aber trotzdem die Beweglichkeit, naja. Mal sehen. So. Gegnersuche ist momentan wieder ein bisschen schwierig, wie ich sehe. So, ich gebe wieder ein paar Sekunden, sonst mache ich eben Cut. Und das sieht aus, als würde ich einen Cut machen. Sagte er und zack, ist ein Gegner da. Und zwar... ich spiele in Schweden-Trikots. Mal sehen, wie der Lord damit umgehen wird. Schweden gegen Ungarn. Normalerweise ein entschiedenes Duell, weil Schweden gewinnen würde wahrscheinlich. Ja, geil. Eine schnelle Innenverteidigung mit Cáceres und Castan, auch wenn Castan nicht so schnell ist, Radu auch nicht eigentlich, aber Konko dafür wieder. Und vorne natürlich, wie könnte es anders sein, Mertens, Ibabo und Sau, und was für eine Pace-Suche der ist, sieht man daran, dass er Callejon im Mittelfeld steht. Steht, spielt. Naja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein. Bin ja mal gespannt, was Ibabo wieder so gegen mich reißen wird. Natürlich versucht er direkt mit Sau durchzupacen, aber das ist eine saudumme Idee, weil das funktioniert nicht. So, direkt mal Freistoß. Das war das Erste, was ich haben wollte. Ein Foul nach einer Minute, das ist, tut dem Spiel mal ganz gut. Damit sind die Karten gelegt, der Schiedsrichter wird nur noch für mich pfeifen. Foul. Okay, der Schiedsrichter wird nicht nur noch für mich pfeifen. Schöner Einsatz von, ich glaube, Modric war es. Oh, De Bruyne, der ist... direkt mal relativ frei durch. Ja, okay, aus dem Winkel muss ich schießen. Ja, Bentner hat sich da falsch postiert. Da konnte ich nicht abspielen. Da musste ich schießen. So, Ecke. Okay, Modric haben wir ja schon ausgewählt, der Standardschützen. Sehr schön. Kommt rein. Und da ist Chiellini. Und den kann man schon mal machen normalerweise. So. Modric. Ah, okay, kommt immerhin an. Perisic macht das gut, macht das sehr gut. Na, hätte ich den Pass auf De Bruyne spielen können. Spontan so entschieden ist nicht zu tun. Die Flanke auf Bentner. Nochmal auf De Bruyne. Ah, der Fall ist schlecht angenommen. Schlecht angenommen. Und jetzt aufpassen, wenn ich in Konter laufen. Witzel ist vorne. Ist nicht gut, weil das ist der mit der Mittel-Mittel-Arbeitsrate. Modric ist der mit der
Hochmittelarbeitsrate, so Sau, versucht natürlich in der Mitte zu gehen, aber Varane ist da gar kein Thema für ihn. Okay, Dani verliert den Ball. So viel zu dem Ding. Oh, Modric, da kann man mal am Fuß ausfahren einfach. Callejon, der kann schießen. Abgefälscht, eieiei. Puh. Gut, dass Buffon da war. So, Ecken könnten gefährlich werden. Oh, 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 oh. Wer kommt denn da zum Kopfball? Die Neun. Wer sind die Neun? Marco Sau. Ey, ganz ehrlich. Das kann schwer nicht sein. Valero wieder. Valero ist halt ein guter Standardschütze, aber Chiellini ist diesmal da und jetzt ist Bendtner da. Oder auch nicht. Ich dachte, ich kann ihn so wegpushen, dass ich nur alleine dran komme, aber nein. Ah, Perisic. Jetzt vielleicht mit dem Ball auf Bendtner. Okay. Bendtner ins Laufduell mit Cáceres zu schicken, ist vielleicht ein bisschen optimistisch. Aber auch nur ein bisschen. Okay, jetzt war er nicht. Ah, das war ein Fehler, ihn so weit rauszuziehen. Aber der Ball kommt zum Glück zu Chiellini. Doppelpass, wunderbar. Ah, da läuft Bendtner wieder ein bisschen blöd. Der Lord muss sich halt erst einfinden im Team, das ist ganz normal. Hat bei Wolfsburg auch ein bisschen gedauert, das wird auch hier so sein. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie ein halbes Jahr dauert oder so, aber... Weil so lange werde ich das Team wahrscheinlich auch nicht behalten. Beziehungsweise bis dahin wird es schon den Team of the Season Bendtner geben. Weil der macht ja noch, der wird ja noch Torschützenkönig. Wo wir gerade dabei sind. So, jetzt vielleicht mal mit dem... ich wollte gerade sagen, Alter, das wäre auch ein bisschen... Naja, habe ich immer dieses Tempo-Dribbling gemacht. LT und RT halten, beziehungsweise L2 und R2. Und dann habt ihr diese bestimmte Ballkontrolle. Und Cáceres kam damit nicht so ganz klar. Und dementsprechend jetzt die Chance für den Lord, das 1-0 zu machen. Mit der Rückennummer 3, wie sich das gehört. Bin ja mal sehr gespannt. Gegen Buffon auch. Ich werde da einschießen, wo ich immer hinschieße. Das heißt, links ein bisschen zentral oben. Und er hat ihn. Er hat ihn. Warum hat er ihn? Nein, Bendtner verschießt einen Elfmeter. Das gibt es nicht. Ich habe zu wenig nach links gemacht. Oh nein, so ein Mist. Egal, Bendtner, komm. Nee, das ist Chiellini. Ah, shit. Ah, De Bruyne. Ich konnte ihn nicht rechtzeitig kontrollieren. Beziehungsweise er ist zu passiv gewesen. Es gibt es nicht, dass Bendtner einen Elfmeter verschießt, Alter. Das kann es nicht. Das hat er nicht mal gestern gemacht. Ich hätte ihn da einschießen, wo er gestern hingeschossen hat. Also für mich gestern. Ah, wieder Bendtner. Nein. Oh nein, wieder. Schade. Er versucht immer dazwischen zu gehen. Ron ist mittlerweile anwesend, wie ihr gerade unten sehen könnt. Chiellini wird getötet und Mertens hat einen guten Schuss und Buffon ist da. So, auf Perisic. Wieder mal ein Doppelpass. Der war aber auf De Bruyne geplant. Oh, Bendtner. Gott sei Dank ist Carvajal anspielbar für De Bruyne, sonst wäre das wahrscheinlich ein bisschen bitterer gewesen. Ey, ich will den Ball auf Bendtner spielen, aber die wollen nicht. Die Bälle kommen nicht dahin, wo ich will. Die Bälle kommen immer zu jemand anders. So, jetzt vielleicht mal auf Dani. Okay, der ist zu kurz. Kann ich gleich abbrechen. Aber vielleicht kriege ich einen. Nee. Er läuft einfach drüber. Und der Ball auf Ibabo ist nicht aufhaltbar. Carvajal. Ist da. Sehr schön. Und Perisic. Und jetzt vielleicht Dani und Bendtner. Okay, vielleicht auch nur Dani. Was? Bitte was? Den macht er nicht rein? Der war gehalten? Ach du Scheiße. Oh Mann, sowas darf eigentlich nicht passieren. De Bruyne. Okay, der im Kopfballduell. Aber Witze. Okay. Ach, was ist denn los? Es geht besser auf jeden Fall. So, drauf. Okay, nicht drauf. Okay, sehr schön. Er ist ein Spieler, der sehr viel Pressing spielt anscheinend. Der ist immer direkt da. Ist nicht so gut. Oh, scheiße. Das hat zu lange gedauert. Ah, aber zum Glück spielt Crescito einen Pass, den ich gar nicht gedrückt habe. Hat mir den Arsch gerettet. So, ich habe hier überhaupt keinen Platz, Seitenwechsel, um Platz zu gewinnen. Sehr gut. Oh, schlechte Ballannahme. Und dann auch noch ein Foul gezogen. Warum habe ich den Elfmeter vergeben? Das wird mir wahrscheinlich noch wehtun im Nachhinein. Hätte Cáceres irgendwie rot bekommen oder sowas, wäre das alles halt so schlimm. Oh, die Bälle kommen einfach nicht an. Oh nein. Ich habe es geahnt. Okay. Hätte Cáceres irgendwie rot bekommen oder so, dann wäre das nicht so schlimm gewesen. Aber er hat, glaube ich, nie mal gelb bekommen. Doch, gelb immerhin.
Jetzt vielleicht auf. Oh, schade. Normalerweise hätte ich von da einen Longshot probiert. Ich versuch's von hier. Aber das war mit dem falschen Fuß. Ich wollte, dass er den mit links macht. Der Luca. So, wie machen wir das jetzt? Vielleicht mal ein bisschen kürzer. Okay, da ist jetzt niemand. Ich dachte, da läuft vielleicht Varan hin. Perise. Oh, schade. Der war schön geworden. Einwurf. Ja. Bendtner, Bendtner, Bendtner. Das war nicht Bendtner, das war Crescito. Ach so, ja klar, weil der steht da noch wegen Ecke. Bendtner ist jetzt wieder vorne. Oh nein. Scheiße. Nein, 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 nein. Oh, fuck, fuck, fuck. Okay, das wird das eins. Oh, warum ist der schon so weit draußen? Okay, er kann offenbar nicht mit Ibarbo umgehen. Er hätte einfach weiterlaufen müssen. Er hätte ins Tor laufen können. Halbzeit. So, 0 zu 0 diesmal. Wieder ein Unentschieden. Aber das ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser als das letzte Spiel. Aber die Passgenauigkeit, die ist grauenhaft. 79 steht da, das fühlt sich für mich schlechter an. Aber gut. Ich mache mal wieder meinen obligatorischen Cut. Sekunde. So, da bin ich schon wieder. Es kann schon wieder weitergehen. Zweite Halbzeit. Ist am Start. Oh, der Ball kommt wieder auf Crescito. Da sollte der eigentlich nicht hin. Oh nein, Mann. Die Bälle sind so ungenau. Ich weiß nicht, was da los ist. Eigentlich haben die doch jetzt alle Engine. Das heißt, der hat ja eigentlich einen Chemistry Style, wo sie passen haben. Aber das juckt die offenbar nicht. Zu viel Inscope geguckt. Ah, der Pass war nicht gut, aber kommt auf De Bruyne durch. Und der macht das 1-0. Sehr gut. Zweites Tor im zweiten Spiel für De Bruyne. Das zeigt wieder, dass der ein echt, echt guter Spieler ist. Es ist zwar der Inform, aber auch die normale Karte ist schon sehr stark. Jubelt er mit seinem Teamkameraden. Wunderbar. Ja, der Pass von Bendtner war nicht ideal, aber Caceres hat wohl keinen unbedingt guten Tag erwischt. Von daher ist es im Endeffekt alles andere als schlimm. Oh nein, Ibarbo. Aber Chiellini ist gut dazwischen. Ah, ich kann nicht den langen Ball auf Bendtner spielen. Ja, vielleicht, ich wollte eigentlich direkt auf Witzel haben. Das ist kein Foul. Schiedsrichter. Oh nein. Da bin ich mit Varan raus. Noch nö. Komm schon. Nein. Oh ja, das wird das 2. Ja, das wird das 1-1. Was war das denn? Oh Mann. Warum bin ich mit Varan so weit rausgelaufen? Warum hat er den Ball nicht bekommen? Oh nein, warte mal. Sauber gerade eben schon so kopfballstark. Diesmal nicht. Ja. Was war das denn? Also der war schon dahin geplant, aber nicht so. Ja, okay, Dani, sehr schön. Jetzt ist keiner vorne, weil Bendtner nicht läuft. Okay, jetzt läuft er aber langsam halt. Ist halt Bendtner. Ja, toll, der ist jetzt so gelaufen, dass ich ihn nicht mehr anspielen kann. Beziehungsweise jetzt steht der Gegner wieder gut. Ach, verdammt. Das war die Verschwendung eines sehr erfolgsversprechenden Angriffs. Ach, ja, komm. Ich hätte vielleicht einfach durchlaufen können mit Dani und schießen können, aber ich bin ja immer so einer, der die Tore mit den Spielern machen will, die halt es verdient haben, beispielsweise jetzt in dem Fall Bendtner. Ist vielleicht der Fehler, ich sollte vielleicht erstmal aufs 2-0 spielen und dann so eine Faxen machen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Sehr gut. Ich habe immer Angst, wenn der am Gegner, wenn der Gegner am 16er ist, weil De Bruyne, weil De Bruyne, weil die Santo, was? Weil Marco Sau und, oh, okay. Sah im ersten Moment gefährlich aus, weil, Ibarbo und Marco Sau natürlich extrem torgefährlich sind, auch wenn sie es eigentlich nicht sind. Was vielleicht, das Rating erklärt, was sie haben in Realität, in FIFA. Aber das juckt ja nicht, in Ultimate Team ist das Rating ja komplett egal. Bender ist ja auch der Lord mit 75. Der war zu doll. Wäre eventuell ganz schön gewesen, aber war einfach zu stark. Ich muss mal kurz was drücken, obwohl geht jetzt gerade nicht. Mein Fernseher schaltet sich nämlich gleich selber aus. Energiesparfunktion, die ist das. Ich bin ja umweltbewusst. Ah, das wird... Ah, komm, Buffon. Okay. Schlecht schnell kontern. Okay, mit Perisic schnell ist auch so eine Sache. Wie viel dunkler es plötzlich geworden ist. What the fuck? Nein, 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 nein. Auch das gibt es nicht.
Och man, dann ist der auch noch so eine Sweat-Hure, Alter. Das gibt es doch gar nicht. Das war so wieder so ein richtig dummes Gegentor, aber das ist halt einfach das, was ich meine. Er ist halt einfach zu schnell. Er ist einfach zu schnell. Jetzt habe ich hier wieder den Super-Gau-Quar. Oh, dann laufe ich direkt in ihn rein. Ich bin auch so behindert einfach. Dass ich immer wieder versuche durchzulaufen, aber oh nein, nein, nein. Chiellini gegen Marco Sau. Oh, dann laufen sie sich gegenseitig über... Nein. Komm, mach keinen Mist. Oh, scheiße. Oh, Mann, das gibt es doch einfach nicht. Innerhalb von 2 Minuten. Weil sich Chiellini und... Oh, Mann, das... Oh, bringt mich gerade schon wieder zum Ausrasten gefühlt. Und Dani, lauf doch mal, bitte. Ja, toll, wenn sich De Bruyne überhaupt nicht bewegen kann. Das ist genau zu dem geworden, was ich befürchtet habe. Und zwar einfach zu scheiß Pace-Abuse. Und das hat geholfen. Perisic ist schneller als Radu. Setzt sich gut durch. Ballrolle. Ah, scheiße. Vielleicht jetzt trotzdem. Bendner! 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 Der Lord! Der Lord! Der Lord! Gott sei Dank ist er da. Praise the Lord. Ja, ist ja eiskalt. Ja, ganz eindeutig. Oh nein, jetzt kommt Pace Abuse. Jetzt kommt Pace. Ja, genau. Ja. Ja, wahrscheinlich. Okay, Buffon ist da. Zum Glück hat die Gretschi ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich hasse Iba aber so sehr, ne? Vor allem, weil er in Realität nichts kann. Dann gucke ich einmal in Cagliari spielen, dann trifft er gleich gegen Milan, ne? Aber sonst gar nicht. Erstes Saisontor, erstes Tor seit Ewigkeiten gefühlt. Ich hoffe, dass er niemals in Inform. Oh, was sind das für Pässe? Niemals in Inform bekommen wird. So, jetzt ganz ruhig. Das war auch nicht so geplant, aber kommt immerhin an. Crescito, so. Jetzt dieser, guck mal, hier ist Dani. Dani ist nicht mehr da. Dani steht da hinten. Hier, da steht Dani. Was macht Dani da? Kann ich nichts mit anfangen auf der Position. Schön, dass er die Linksverteidigerposition übernimmt, wenn Crescito vorrückt, aber der kann das erstens nicht. Und zweitens ist er der angreifende Part. Es ist ja eine Aufgabe, nach hinten zu gehen. Schön, Witze. So. Ja, kommt zu weit, aber vielleicht nochmal in die Mitte. Oh, er hat nicht direkt gepasst, aber wir kriegen immer einen Eckball raus. Er hat trotzdem nicht direkt gepasst. Das war eigentlich ein direkter Pass, den ich gedrückt habe. Okay, jetzt steht in der Mitte ein großer und zwar Chiellini, aber die Ecke kommt auf den ersten Pfosten und da sollte es eigentlich nicht hin. Oh, Witze kommt wieder nicht dran. Jetzt gibt's die Konterchance und die wird unterbunden von Modric, weil er der Babo ist. Komm, De Bruyne, komm. Nein, 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 weil ich wieder zu verschnörkelt spiele, weil ich wieder auf Sicherheit gehen will und nicht mit... Ey. Ey, das ist ein Elfmeter. Hallo? Hallo? Das ist ein Elfmeter? Ein glasklarer? Weil ich auf jeden Fall wieder zu verschnörkelt, beziehungsweise so spielen wollte, dass De Bruyne das Tor macht. Weil der den besseren Abschluss hat. Auch wenn wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert hätte, ob De Bruyne geschossen hätte oder Witzel. Los, Witzel, los! Nein! Verdammt! Ach, Mann, mich regt das auf, dass ich gerade das... Elfmeterchen da nicht bekommen habe, was ganz eindeutig war gegen Dani, der den Hackenschuss versucht hat und dann gefoult wurde, aber das hat den Schiedsrichter nicht gejuckt. Da hätte ich jetzt auch gerne einen Freistoß gehabt, kriege ich aber nicht. Und da kommt der Pace Abuse, da kommt der Pace Abuse, da kommt der Pace Abuse, aber Varane ist da. Oh, der spielt den perfekten Ball zum Gegner, aber Witzel zweimal gegrätscht. Die dritte Grätsche kommt nicht. Nein, 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 Buffon ist da, okay. Aber Ecke ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Okay, Buffon, sehr schön. Auf Bendner. Vielleicht nochmal eine lordhafte Aktion, komm. Drück ihn doch weg. Oh Mann. Warte, der geht rein, der geht rein, der ist drin. Oh Mann. Okay, muss ich Verlängerung gehen? Geht nicht anders. Was ist meine Passgenauigkeit? 80%, Mann. Das fühlt sich an wie 60. Und 80% ist mir dann nicht genug, wenn das so ist. Das ist jetzt ein Fra... Ey, der Schiedsrichter. Was ist denn los mit dem?
Och, spiel doch den Ball ein bisschen länger, Perisic, komm schon. Wenn das jetzt dein schwacher Fuß gewesen wäre, hätte ich es ja verstanden. Aber du hast keinen schwachen Fuß. Laut Statuten. So, vielleicht Bendtner mit dem Kopfball. Ah, die kommt zu flach, die Flanke. Allgemein sind ja Flanken extrem runtergenervt worden im Vergleich zum letzten Teil. Warum spielt er den auf... Ah, Witzel. Der direkt 2 Meter vor ihm steht. Los, Bendtner, los. Ah. Nein, 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 nein. Oh, Alter. Das gibt es wieder nicht. Wie er einfach nochmal an Varane vorbei ist, auch wenn Varane den Ball schon hatte. Nur weil Varane seinen Körper reinstellt. Verstehe ich auch nicht, wie man das Körper reinstellen ausnutzen kann, um ihn zu überpacen. Das ist doch überhaupt, das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Aber wo Pace, das hat Dani auch. Und Bendtner ist verletzt, na super. Muss ich ja mit Dani allein machen. Freistoß und Modric kann das. Modric kann das, glaube ich, hoffe ich. Okay, das ist eine Position für Dani. Modric hat... ungefähr die gleichen Werte. Vielleicht machen wir mit Dani ja rein. Nee. Warum geht er so hoch? Das waren 2 Balken. Ich habe den Stick nach oben gedrückt. Normalerweise müsste der viel flacher kommen. Wenn er natürlich jetzt verletzt. Okay, jetzt nicht mehr. Och. Wo war das denn abseits? Habe ich nicht so gesehen. Ich habe es gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Oh nein. Okay. Oh, sehr schön, Modric, komm. Modric, 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 Modric. Bendtner, 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 Bendtner! Der Lord! Der Lord ist wieder da! Scheiß auf die Verletzung, er macht das Tor! Ja, Modric kann halt die von innerhalb der 16. Das hat er bei Real bisher alle seine Tore von außerhalb gemacht. Ja, und Bendtner trifft dann gegen seinen ehemaligen Teamkollegen Buffon. Hat er auch mal eine Zeit lang bei Juve gespielt. Ich glaube, war ein Jahr ausgeliehen, wenn ich mich recht erinnere. So, und es ist Halbzeit in der Verlängerung. Jetzt müsste ich Anstoß haben. Das heißt, ich habe, glaube ich, keine Gefahr, dass er beim Anstoß durchpaced. Aber das weiß man immer nicht so genau. Ja, aber jetzt nichts Dummes machen. Da stand mir Bendtner im Weg, da hätte ich fast was Dummes gemacht, aber Gott sei Dank ist Witzel da. Dani und auf De Bruyne, sehr schön. Der kann den auch gut mitnehmen, vielleicht direkt die Flanke schlagen auf Bendtner. Ja, nein, nein, nein. Bendtner will sein, Hattrick, ich spüre das. Oh, sehr schön, sehr schön. Jawohl! Er macht ihn! Er macht ihn! Er macht ihn! Er macht ihn! Der Lord! Sehr geil! Wunderbar, die Übersteigern. Ja, Buffon keine Chance, weil er der Boss ist. Ah, so geil. Es müsste eine Facebook-Seite geben, die Lord-tastischer ist. Die andauernd Fakten über Bendtner postet, auch wenn es wahrscheinlich gar nicht so viele gibt, dass man da irgendwie eine Seite machen könnte. So, was? Ich habe den in die Mitte gemacht eigentlich, aber egal, der kommt. Oh, ich habe einen Fallrückzieher gedrückt. Ich dachte, er will jetzt so ganz kurz den Ball noch annehmen und dann irgendwie einen Fallrückzieher machen, aber als ob Bendtner das machen würde. Der ist ja nicht so der Demütiger. Wobei, der kommt auf Witzel. Wäre natürlich jetzt ein Fallrückzieher von Bendtner die Krönung gewesen. Oder ein Scorpion-Kick. Da werde ich drauf spielen, die nächsten. Da werde ich drauf schwitzen, die nächsten Jahre. Ist wie auf die Triple Nuclear. Ein Scorpion-Kick mit Lord Bendtner. Schön auf De Bruyne. Kann sich gegen Casares durchsetzen. Die Flanke auf Bendtner. Der macht fast die 4. Bude. Ja, jetzt ist der Lord heiß gelaufen, du. Jetzt hat er Bock. Ganz nach hinten zu Modric. War an sich schön.
War auch so, wie es gedacht war, war halt nur nicht so ganz erfolgreich. Wäre aber eine geile Bude gewesen, so ist es ja nicht. So, oh, schön, Danny. Auf Witzler, der ist nicht schnell genug, der ist beziehungsweise einfach nicht losgelaufen. 2 Minuten Nachspielzeit. In 2 Minuten Nachspielzeit kann in FIFA ganz viel passieren. Das ist ja ungefähr so wie, keine Ahnung, 20 Minuten Realität. Ah, der Lord gewinnt das Kopfball, der spielt nochmal nach vorne. Und dann ist vorbei. Ja, Träumchen würde ich sagen. Erneuter Sieg. Also was heißt erneuter? Das letzte Mal war es ja quasi ein Unentschieden. Aber diesmal der Sieg. Ich denke mal, geht auch in Ordnung. Bendner ist einfach der Babo. Nein, der Lord. Entschuldigung, was ist Babo, Alter? Ist ja mit mir schief gelaufen. Nee, aber ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Lasst doch ein Like für den Hattrick von Lord Bendner da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Macht was draus. Haut rein. Und ciao.